Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Freimensch. Mein Name ist Karin, ich bin Naturheilerin vom Beruf und wir werden heute über etwas ganz Besonderes reden für dieses Jahr und zwar über die Rauhnächte. Ja, die Rauhnächte, vielleicht kennt ihr das schon und habt es in eurem Leben integriert. Ja, ich habe es erst seit ein paar Jahren in meinem Leben integriert und ich muss euch sagen, es ist äußerst wertvoll, diese besonderen Tage des Jahres, ja, zu zelebrieren und für sich wirklich auch als das wahrzunehmen, was sie sind. Was sind denn die Rauhnächte? Die Rauhnächte sind letzten Endes die Tage, die noch übrig bleiben, wenn das Mondjahr zu Ende ist. Ja? Das Sonnenjahr hat 365 Tage und das Mondjahr hat nur 354 Tage. Das heißt, dass 12 Tage dazwischen übrig bleiben. Und 12 bis 13 Tage, es ist auch immer ein bisschen unterschiedlich jedes Jahr, die übrig bleiben und wo es sozusagen ja das Sonnenjahr, das Mondjahr schon zu Ende ist. Ja, also das sind sozusagen die finsteren, ja, die finsteren Tage des Jahres, die so gar nicht, ja, eigentlich gar nicht richtig da sind. Ja, so Zwischentage. Und man sagt halt auch, das war halt früher auch immer so, dass sie ja eine Zeit sind, wo die Wand zwischen uns und der Geistwelt sehr dünn ist. Ja, also wir halt auch viel mehr wahrnehmen können. Und das sind halt auch genau die Tage, wo zum Beispiel orakelt wird, ja, oder wo man Tarotkarten legen kann, wo man sich noch mehr mit der Geistwelt verbinden kann, um noch mehr Informationen zu bekommen. Und an diesen Tagen ist es wesentlich leichter, weil die Wände einfach dünner sind. Ja. Ansonsten ist es auch so, dass die kürzesten Tage, also am 21. ist die Wintersonnenwende. Ja. Und das ist sozusagen auch der kürzeste Tag im Jahr. Und danach wird es langsam wieder heller. Und bei den Rauhnächten ist es halt so, dass man sozusagen aus der Finsternis ja langsam wieder ins Helle zurückkommt. Die Rauhnächte beginnen am 25. Dezember und hören am 5. Januar wieder auf, beziehungsweise am 6. Januar wird das letzte Ritual gemacht. Die Rituale werden alle abends gemacht. Ja, das ist traditionell so, dass man am Abend, wenn es dunkel ist, dann diese Rituale macht, die ich mit euch zusammen machen möchte dieses Jahr. Ja, ich habe da ein bisschen was vorbereitet und vielleicht ist noch wichtig dazu zu sagen, dass jeder Tag der Rauhnächte, der 12 Tage, für einen Monat des nächsten Jahres steht. Ja, also es sind 12 Nächte. Und 12 Monate hat das Jahr. Und für jeden Monat ist dann sozusagen ein Tag und auch eine Frage und ein Ritual, was halt fürs nächste Jahr, für die nächsten Monate dann wichtig ist. Okay, gut. Ja, ich habe euch was vorbereitet und zwar die einzelnen Tage und was ihr für Rituale machen könnt, wenn ihr das so möchtet. Es ist nur ein Beispiel. Ihr könnt es natürlich auch ein bisschen variieren, aber letzten Endes, das habe ich jetzt die letzten Jahre so gemacht. Und ja, wie soll ich sagen, es war für mich ein gutes Gefühl, im nächsten Jahr dann nochmal nachzuschauen und zu sehen, oh, okay, interessant, das und das kam daraus, das und das war so. Vielleicht lenke ich diesen Monat in diese Richtung und schaue, dass ich ja, diese Antworten für mich nutzen kann, die ich in den Nächten für mich fragen konnte. Ja, die Antworten von den Fragen. Okay, gut, dann wollen wir mal anfangen. Also, der erste Tag der Rauhnächte ist der 25. Dezember. Und das ist der Tag, wo wir zurückblicken und Altes loslassen. Ja? Genau, was ich noch vorher sagen wollte. Und zwar die Räucherungen, die ihr in den Rauhnächten benutzen könnt. Das sind die festgelegt sind in der Vergangenheit. Die möchte ich euch nennen. Und damit arbeite ich auch. Ihr könnt aber natürlich auch andere Räucherungen benutzen, wie euch beliebt. Ja, also das müsst ihr selber fühlen, was für euch das Richtige ist. Traditionell wurden Weihrauch, Myrrhe, Beifuß und Tanne genutzt. Ja, das sind die traditionellen Räucherungen, die man in den Rauhnächten genutzt hat früher. Was noch wichtig ist, bevor wir anfangen, richtig, am
21. könnt ihr erstmal, also das ist die Mitternachts, so Sonnen, Wintersonnenwende, Entschuldigung. Und zwar könnt ihr dort schon mal anfangen, eure Räumlichkeiten zu reinigen und zu räuchern, ja, und wirklich in jede Ecke zu gehen, in jedes Zimmer zu gehen, die Türen und Fenster zu räuchern, ja, dass alles Schlechte rausgeht und auch nicht reinkommen kann. Ja, und so solltet ihr die Rauhnächte beginnen am 21. Und dann mit den einzelnen Tagen, die ich euch jetzt sage, könnt ihr abends euch hinsetzen, vor eurer Meditation am besten, und diese Fragen euch stellen, damit dann in Meditation gehen und vorher, immer vorher einmal räuchern, ja, mit dem bestimmten Räucherwerk, was ihr euch rausgesucht habt, beziehungsweise was ich euch auch hier empfehle, wie ihr möchtet. Okay, also der 25., der steht für den Januar. Und am Januar sollten wir zurückblicken und Altes loslassen. Ja, dafür können wir Weihrauch nutzen zum Räuchern und ja, in die Tiefe gehen und nochmal zurückschauen und was war in der Vergangenheit gut, was war nicht so gut, was kann in der Zukunft uns weiterbringen oder was sollten wir loslassen. Ja. Der 26. Dezember steht für den Februar. Da heißt es still werden und zur Ruhe kommen. Ja. Dafür könnt ihr den Beifuß und Weihrauch nutzen zum Räuchern. Und ja, auch wieder hier zu sich kommen vor der Meditation, sich diese Frage stellen und beziehungsweise den Tag auch nutzen, um wirklich zur Ruhe zu kommen und in die Stille zu gehen, ja, bei sich zu bleiben. Der 27. Dezember steht für den März. Und da ist es, dass man sich für andere und auch für sich selber öffnen sollte. Ja, also schaut euch mal vielleicht einfach um, wer hat schon lange ein Gespräch irgendwie mit euch offen und wo ihr euch, ja, wie soll ich sagen, immer schon ein bisschen öffnen wolltet, aber irgendwie nicht die Ruhe gefunden habt, zum Beispiel, ja. Das ist eine Möglichkeit. Und dann auch in sich selber reinhören und schauen, was sind meine, ja, Problematiken oder was will mein Innerstes mir sagen, und ich höre einfach, habe nicht zugehört, weil ich so in meinem Brassel war, ja, und da vielleicht noch mal zu sich kommen und reinhören. Geräuchert wird dort mit Weihrauch und Wacholder. So, der 28. Dezember, das ist der April. Das ist der Tag, wo man auf sein Inneres vertrauen sollte. Ja, also wirklich noch mal das, was man gehört hat in seinem Inneren, darauf auch vertrauen und sich das zu Gemüte führen, dass man ja dazu imstande ist und dass man das, was in einem lebt, auch leben sollte, also seine Potenziale leben. Ja, weiter geht's mit dem 29. Dezember, das ist der Mai. Ach so, genau, am 28. wird mit Weihrauch und Myrrhe geräuchert. Richtig. Alles, was ich euch hier sage, das werde ich euch auch noch in die Videobeschreibung reinstellen, dass ihr das auch nochmal nachlesen könnt. Okay, der 29. Dezember ist der Mai. Das ist der Tag, wo man sich was Gutes tun sollte, ja, genießen. Also, ja, etwas Schönes zelebrieren, was einem Freude bereitet. Ja, wie zum Beispiel ein Bad oder ein gutes Essen oder. Ja, etwas für sich selber zelebrieren, was einem gut tut. Und dazu wird der Beifuß geräuchert. So, am 30. Dezember, das ist der Juni, da heißt es verzeihen, vergeben und Beziehungen wieder aufbauen. Ja, also sprich, dass mit Menschen, die ihr in der Vergangenheit vielleicht verurteilt habt oder wo es ja, Gespräche gibt, die noch offen stehen und wo es noch nicht angesprochen wurde, das Problem, dass man das angeht an dem Tag und ja, diese Problematik sozusagen für sich dann einfach auch löst. Ja, das ist der richtige Tag dafür. Dazu wird traditionell Beifuß, Myrrhe und Weihrauch geräuchert. So, dann kommt der 31. Dezember, das ist dann der Juli. Da geht es darum, dass man die eigenen Gefühle wahrnimmt, also mal reinfühlt, was ist denn da eigentlich? Was stört mich vielleicht oder
was drückt sozusagen auf der emotionalen Ebene und ich habe nur nicht zugehört. Was ihr da machen könnt, ist auch die Meditation, aber ihr könnt dort auch die Gefühlstransformation nutzen. Ja, ich habe in meinem Video mal in eins meiner Videos erklärt, wie man mit Gefühlen besser umgehen kann und dass man sie transformieren kann. Schaut euch das vielleicht mal an. Und ja, da könnt ihr zum Beispiel diese Transformationsenergie schicken und alte Gefühle wahrnehmen, die einem nicht mehr gut tun und die man loslassen möchte und die dann auch loslassen. Dazu wird traditionell Myrrhe und Beifuß geräuchert. Ja, dann geht's weiter in den Januar, ins neue Jahr. Der 1. Januar steht für den August. Und da ist es der Tag, wo man ja Entscheidungen fürs neue Jahr treffen sollte. Ja, man sollte sich ausrichten und überlegen, okay, was von den alten Sachen nehme ich mit, was bleibt zurück und was mache ich daraus? Ja, und sich dann auch dementsprechend ja darauf ausrichten und Pläne vielleicht auch schreiben, ja, und überlegen, wie kann ich das umsetzen, was ich vorhabe, was sind die einzelnen Schritte, ja, dass man einen Plan hat. Und dazu wird traditionell Weihrauch, Myrrhe und Beifuß geräuchert. Ja, dann geht's weiter in den 2. Januar, das steht für den September. Und das ist der Tag, wo ihr die Impulse der letzten Nacht nochmal prüfen, ja, und sortieren solltet und schauen, ob das alles so richtig ist, ob das der Weg ist, den ihr gehen möchtet. Weil das Jahr ist lang und ihr solltet euch sicher sein, was ihr tut. Ja. Dazu wird traditionell Beifuß und auch wieder Weihrauch geräuchert. So, der 3. Januar, der steht für den Oktober. Und das ist der Tag, wo man achtsam werden sollte für das, was ist. Also wahrnehmen, was ihr habt und es wertschätzen. Ja, kommt bei euch an, kommt im Jetzt an und schaut, was habt ihr denn schon alles? Ja, und seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Lernt es zu schätzen und in Achtsamkeit. Ja, in Achtsamkeit lernen wir die Dinge, die wir haben, zu schätzen. Und ja, damit, wie soll ich sagen, besonderer umzugehen und wertschätzender umzugehen. Und das ist wichtig. Ja, weil sonst kann es passieren, dass wir immer im Verlust leben, wenn wir nicht wahrnehmen, was eigentlich schon da ist. Ja, und wir uns nur Gedanken darüber machen, was wir noch wollen und was noch nicht da ist. Also wichtig, der Tag ist wichtig. Traditionell wird dazu Myrrhe und Tanne geräuchert. Ja. So, dann kommen wir zum 4. Januar, das ist der November. Und da sollten wir dann dementsprechend folgend dankbar sein für das, was wir haben. Ja, also nicht nur achtsam herausfinden und wertschätzend herausfinden, was da ist, sondern am nächsten Tag uns auch dafür bedanken und die Wahrnehmung halt integrieren. Ja, und dementsprechend ja, achtsam darüber entscheiden, was uns wichtig ist und wie viel wir eigentlich haben und dementsprechend dankbar dafür zu sein. Ja, da wird dann traditionell auch wieder mit Weihrauch und mit Tanne geräuchert. Und dann kommen wir zum letzten Tag, das ist der 5. Januar, der steht für den Dezember. Da wird ja traditionell und auch in der Nacht, das heißt zum 6. Januar hin, und dann den Sinn der Impulse der letzten Nächte erkennen und integrieren. Ja, also wirklich das, was wir für uns herausgefunden haben in den letzten 12 Tagen und was rausgekommen ist. Und am besten schreibt ihr euch alles auf. Ja? Ihr könnt auch ein Rauhnachtstagebuch führen. Das ist auch sehr spannend, weil ihr dann jedes Jahr aufs Neue nochmal schauen könnt, was war letztes Jahr und ja, wie ist es dieses Jahr ausgefallen und was waren die Schritte dazwischen. Ja, und also wichtig, aufschreiben und euch wirklich nochmal klar machen, ja, was waren die Impulse der letzten Nächte? Was ist da eigentlich in euch passiert? Was wurde da wachgerufen? Was wurde losgelassen? Und was ist jetzt wichtig und was nicht? Ja, und das dann auch wirklich zu integrieren. Geräuchert wird dann mit Zedernholz, Tanne und Weihrauch wieder. Und ja, und das dann wirklich in eurem Alltag auch einzubauen und zu schauen, okay, was mache ich jetzt? Wie richte ich mich aus, um das, was wir jetzt erfahren haben, zu integrieren und auch zu leben? Ja, das war's. Das sind dann die 12 Rituale, die ich für euch so ein bisschen rausgesucht habe, die ich auch für mich, wie ich gesagt habe, schon so gemacht habe, mir diese Fragen dann auch gestellt habe, beziehungsweise diese Impulse.
und damit dann so auch gearbeitet habe. Ja, ich hoffe, es ist auch für euch das Richtige. Ansonsten überlegt euch, was wichtig ist, wie ihr die einzelnen Tage, was eure Fragen sind, was für euch die wichtigen Fragen sind, die jetzt für das nächste Jahr gut sind. Ja? Beziehungsweise ja, überlegt euch, wie ihr das zelebrieren wollt, ja, ob ihr vielleicht, weiß ich nicht, abends dann noch ein Feuer anmachen wollt, die Sachen aufschreiben oder ob ihr ja vielleicht vorher noch einen Brief schreiben wollt, wo ihr alte Sachen loswerden wollt. Die könnt ihr jetzt zum Beispiel zur Wintersonnenwende dann in ein Feuer werfen. Ja, also das könnt ihr auch noch integrieren. Die Rauhnächte sind, ja, wie soll ich sagen, ein Raum, ja, wo man sich um sein Innerstes kümmern darf, ja, wo man zur Ruhe kommt, zu sich kommt, zur Stille kommt und sich ja, seine inneren Fragen stellen kann und auch die Geistwelt danach fragen kann. Ja, ihr könnt auch in der Geistwelt dann zu den Tagen nachhorchen und Fragen stellen und ja, Antworten darauf bekommen, wenn wie es dann weitergehen soll, also wie ihr die einzelnen Schritte in eurem Leben weitermachen möchtet. Okay, ja, ihr Lieben, ich hoffe, es bringt euch was und ihr zelebriert die Rauhnächte mit mir zusammen. Ich werde auf jeden Fall am 25. beginnen und mich abends immer wieder hinsetzen und die einzelnen Schritte und einzelnen Tage so durchgehen und auch die Räucherungen, da freue ich mich drauf, ja. Und vor allen Dingen auch einfach diese Ruhe und Stille. Und das Besonnensein zu sich kommen. Ja, und da freue ich mich sehr drauf. Dieses Jahr umso mehr. Ja, letztes Jahr war es auch schön, vorletztes auch. Aber dieses Jahr freue ich mich irgendwie umso mehr. Ich kann es euch gar nicht sagen, warum. Deshalb habe ich auch dieses Video dieses Jahr für euch gemacht, damit ihr das vielleicht mit ihr zusammen zelebrieren könnt. Und falls ja, schreibt was in die Kommentare, sagt was dazu. Ja, erzählt mir von euren Rauhnächten, erzählt mir, was ihr gemacht habt. Und ich freue mich über das Feedback. Und wenn es euch gefallen hat, ja, dann gebt mir einen Daumen hoch. Das freut mich ja auch immer, ihr Lieben. Abonniert meinen Kanal, das freut mich total. Und ja, ich wünsche euch ganz schöne und besonnene Rauhnächte und auf dass auch ihr ja ein zu euch kommen habt und die richtigen ja, Ausrichtungen sozusagen fürs neue Jahr vorbereiten könnt. Ihr Lieben, in diesem Sinne wünsche ich euch frohe Weihnachten und ganz tolle Rauhnächte. Macht's gut, bis bald, eure Karin.